Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Minecraft Plugins Programmierreihe. Wir werden uns heute nämlich einen Commander stellen und wir werden das Plugin sogar testen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne. Ihr könnt auch gerne auf meinen Discord kommen, falls ihr irgendwelche Probleme habt. Link in der Videobeschreibung. So, als erstes müssen wir uns ein neues Package erstellen. Jetzt ist die Frage, was sind eigentlich Packages? Packages müsst ihr euch so wie Pakete vorstellen, einfach, wo dann Unterpakete zum Beispiel drin sind. Zum Beispiel bei DE, coole Pizza, YouTube. Da kann man sich vorstellen, dass DE ein Package ist und in DE nochmal ein coole Pizza ein Paket ist und dann nochmal ein YouTube auch nochmal ein kleines Paket ist und das in der Nachricht verschachtelt ist. Und in diesem YouTube-Paket liegt dann diese Klasse. Diese Klasse könnt ihr euch wieder an irgendeinem Zettel vorstellen, wo dann halt dieser Code draufsteht. Und in dieser Klasse schreibt man ja, wie gesagt, den Code rein. Jetzt werden wir uns ein neues Package erstellen. Ihr drückt mal hier auf dieses Main-Package drauf, macht einmal Rechtsklick, drückt auf New und dann drückt hier auf Package. Und jetzt lasst ihr alles da, was hier steht. Und jetzt erstellen wir in diesem YouTube-Package, also in diesem Unter-Package, nochmal ein Commands-Package. Das nennt ihr am besten Commands, das ist für die Übersicht relativ gut. Und da erstellen wir jetzt unseren ersten Command drin. Jetzt können wir am Ende drücken und jetzt sehen wir in diesem YouTube-Paket, ist es ein weiteres Paket Commands drin und eine Klasse, die sich YouTube nennt. Das heißt, in Paketen können Klassen und weitere Pakete drin sein. Und das auch zusammen. Wir können auch mehrere von diesen Paketen da drin erstellen. Jetzt klicken wir auch mal hier auf den Rechtsklick auf dieses Commands-Paket und drücken auf New Java Class. Java Class, wir haben uns ja gestern angeguckt, was Klassen sind. Klassen machen einfach was. Klassen können Code ausführen. Da können wir Methoden reinschreiben oder alles Mögliche. Und in Java erstellt man für jede Klasse einen Command. Bei der Erstellung unseres Projekts haben wir uns auch schon mal angeguckt, wie diese Klassen, wie die heißen müssen. Zum Beispiel, jedes Wort muss groß geschrieben werden. Das heißt, ich erstelle eine neue Klasse, die nennen wir Test Command. Was das hier ist, das müsst ihr euch nicht interessieren. Das kommt erst in den nächsten Folgen. Drückt ihr einmal Enter und jetzt generiert euch IntelliJ auch etwas richtig Cooles Neues dazu. Einfach eine neue Klasse und jetzt können wir das hier auch aus- und einklappen. Und hier haben wir jetzt eine Test-Command-Klasse. Wir gucken uns die Klasse nochmal ein, sie ist public. Das heißt, wir können diese Klasse von überall aus verwenden. Das heißt, wir können hier diese Klasse ansteuern. Wenn wir jetzt mal das hier wegmachen, das ist übrigens ein Kommentar. Kommentare könnt ihr mit 2 Slash schreiben und danach halt das, was ihr schreiben wollt. Oder ich glaube auch so. Oder ihr könnt das auch so machen, also so Block-Comments machen. Wir gucken uns auch mal ganz kurz die Einrückung an. Ihr müsst zweimal tappen, wenn um an diese Einrückung zu kommen. Also einmal tappen, zweimal tappen. Und jetzt hier schreiben wir normalerweise dann unser Code in, dass es so schön eingerückt ist. Und jetzt können wir mal hier ein T hinschreiben. Hier wird uns jetzt viel, viel vorgeschlagen. Da ist richtig viel. Auch unser Test-Command. Hier sehen wir auch das Package direkt. Und jetzt können wir weiterschreiben. Test-Command. Und hier ist unser Command. Wir können auch nur TC schreiben. T oder ein C schreiben. Dann wird uns automatisch auch Test-Command vorgeschlagen und da können wir Enter drücken und das heißt, wir können diese Test-Command-Klasse hier verwenden und das wurde automatisch zu unserem Import hinzugefügt. Das heißt, wir haben automatisch das Imported, jetzt können wir die mit Steuerung hier drauf drücken und dann kommen wir auf unsere andere Klasse. So, das können wir auch rauslöschen, den Import, den können wir sogar da lassen, weil den brauchen wir später auch noch, um unser Command zu registrieren. Es gibt auch sowas wie Private, das heißt, diese Klasse kann nur innerhalb dieses Files verwendet werden. Und jetzt kommen wir mal an unseren Command. Wir erstellen jetzt erstmal unseren Command. Als nächstes gehen wir hinter diesem Command, machen ein Leerzeichen und schreiben da ein I hin und dann ein Implement. Ihr könnt auch einfach hier wieder Autocompleten, Implements, einfach wieder Enter drücken. Und hier können wir jetzt etwas implementieren, ein Interface zum Beispiel. Ich schreibe da mal Command Executor hin und jetzt ist es rot markiert. Ihr geht einfach mal auf irgendwas, was rot markiert ist, drückt wieder Alt Enter und hier mit Alt Enter wird euch immer irgendwas vorgeschlagen. Zum Beispiel hier Implements Methods oder Make Test Command Abstract. Ihr drückt auf Implements Methods. Dann wählt ihr die hier aus, drückt auf OK. Und jetzt wurde hier auch etwas für uns generiert. Und zwar, das ist eine neue Methode, die aus diesem Comment Executor kommt. Wenn wir jetzt mal mit Steuerung nochmal auf diesen Comment Executor draufdrücken, sehen wir ja ein Java-Doc. Das könnt ihr euch hier auch einfach durchlesen. Hier steht einfach auch noch, was passiert. Und ein Interface jetzt müsst ihr euch so vorstellen, wie ein Rezept. Kann man vorstellen, ein Rezept für unsere Klasse. Das heißt, dieses Comment Executor ist jetzt einfach ein Rezept. Und hier sehen wir auch diese Methode wieder. Ganz wichtig, man kann nur Implements, kann man nur Interfaces machen. Also nur diese coolen Interfaces. Da kommen wir aber auch noch später dazu. Viel wichtiger ist jetzt auch unsere Methode hier. Wir können mal hier in unsere Methode reingehen. Das wäre zum Beispiel hier, wenn ihr zum Beispiel hier seid und dann Enter drückt und dann denkt ihr, seid in der Methode, das wäre falsch. Wir können hier einfach in unsere Methode reingehen und jetzt können wir etwas machen. Wir senden jetzt einfach eine Nachricht. Wir sehen hier jetzt auch Parameter in Methoden. Diese ganzen Parameter müssen euch nicht so krass interessieren, außer eins.
Und zwar Sender. Sender ist der, der das ausführt. Das kann zum Beispiel eine Konsole sein, das kann aber auch ein Spieler sein oder ein Command-Block. Bei euch ist es vielleicht anders deklariert, also bei euch steht da hier vielleicht Command-Sender. Bei mir steht diese Command-Sender. Und jetzt können wir auf diese Variable Sender zugreifen. Diese Variable ist hier definiert. Wir erstellen auch gleich unsere eigene Variable. Und diese Variable ist vom Typ Command-Sender. Das heißt, wir haben eine Variable, die vom Typ Command-Sender ist, die Sender heißt. Und mit dieser Variable können wir auch was Schönes machen. Wir können jetzt zum Beispiel eine Nachricht senden. Ihr schreibt einfach mal Sender. Und jetzt seht ihr hier, das ist auch so komisch markiert. Jetzt seht ihr hier, das wird auch markiert. Das heißt, wir sprechen das Ding an. Dann schreibt ihr mal einen Punkt. Und jetzt seht ihr hier richtig viele, könnt ihr mal durchscrollen, richtig viele Sachen, die ihr mit diesem Sender machen könnt. Ihr könnt ihm zum Beispiel eine Nachricht senden. Dazu schreibt ihr einfach Send Message. Dann wird hier was für euch vorgeneriert. Einmal hier diese Methode wird vorgeneriert, dann zwei Klammern. Und wir erinnern uns, jede Methode hat Klammern. Also hier in diesen Klammern sind jetzt Parameter drin. Und hier kommt dann auch ein Parameter rein. Und zwar ein String, eine Zeichenkette. Und zwar die Zeichenkette, die der Spieler empfängt. Und am Ende ist ja auch ein Semikolon. Und wie schreiben wir das rein? Wir gehen hier einfach inzwischen diese Klammern und schreiben da einfach mal ein... Und machen da einfach mal diese Anführungszeichen hin. Ihr müsst nur eins schreiben, die werden automatisch generiert, zwei davon. Und hier können wir jetzt unsere Nachricht reinschreiben. Wir können zum Beispiel schreiben, das ist ein Test. Und ja, was soll ich sagen? Wenn wir diesen Command jetzt gleich ausführen werden, dann würden wir auch eine Nachricht bekommen, das ist ein Test. Ihr könnt aber auch noch ein paar andere Sachen mit dem Sender machen. Sender, Punkt. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal durchscrollen, mal ausprobieren, mal ein bisschen durchscrollen und mal sehen, was ihr hier machen könnt. Hier gibt es verschiedene Datentypen. Void sind zum Beispiel Methoden. Also wenn ihr irgendwo Void seht, dann könnt ihr damit einfach irgendwas machen. Wenn ihr hier runter scrollt, dann seht ihr auch noch so Sachen, wo nichts markiert ist hier an der Seite. Und hier steht auch immer, was das macht. Zum Beispiel, hier seht ihr immer Expression. Dieses EXPR. Die Expression ist Sender jetzt zum Beispiel. Wenn wir zum Beispiel Sender.var schreiben würden. Und dann, ja, dann wird das so aussehen. Aber wir werden jetzt auch noch etwas Cooles machen. Wir werden uns eine Variable generieren. Dazu schreibt ihr einfach mal String. String. So, String muss nicht importiert werden. Das gehört nämlich zu den primitiven Datentypen. Was es ist, muss euch komplett egal sein. Auf jeden Fall erstellen wir uns hier eine neue Variable jetzt als erstes. Und diesen String, den können wir jetzt nennen, wie wir wollen. Name zum Beispiel oder Message. Den String nennen wir einfach Message. Hier auch ganz wichtig, bei Strings schreibt man immer das erste Wort klein und dann geht es wieder weiter. Message, Cloud, Rund oder so. So wird man natürlich sowas nie nennen, aber so schreibt man Variablen. Jetzt können wir mit einem Ist gleich den Wert zulegen. Also sagen, was diese Message sein soll. Hier wird jetzt alles im Rot markiert, nicht wundern. Ihr schreibt hier einfach wieder diese Anführungszeichen hin. Und hier kommen jetzt... Danach kommt, dann geht ihr hier raus, ist die Anführungszeichen wieder und schreibt ein Semikolon hin. Immer am Ende muss ein Semikolon rein. Und hier könnt ihr jetzt auch wieder irgendeinen Text reinschreiben. Das ist ein zweiter Test. Zum Beispiel. Und ja, wir sehen hier keine Fehler mehr. Wenn hier was rot markiert wird, wir sehen hier keinen Fehler mehr. By the way, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Semikolon vergesst, dann wird das alles rot markiert. Das heißt, wenn ihr einfach irgendwo auf einen Fehler habt oder auf dieses rote Raffer, dann sagt euch dieses Programm auch direkt, was ist der Fehler. Zum Beispiel ein Semikolon fehlt. Und jetzt können wir anstatt hier die Nachricht reinzuschreiben, auch direkt irgendwas anderes reinschreiben. Zum Beispiel dieses Message-Objekt. Wir schreiben nämlich ein Message hin, das wird auch vorgeschlagen, einfach Enter drücken. Und jetzt sehen wir hier keine Fehler mehr. Und jetzt würde theoretisch, wenn man diesen Command dann ausführt, in der Konsole kommen, das ist ein zweiter Test. Ja, und das lassen wir jetzt auch mal so. Ich würde sagen, wir registrieren diesen Command jetzt auch. Wir müssen diesen Command nämlich einfach registrieren. Wir gehen wieder auf unsere Hauptklasse. Wir müssen jetzt nämlich den Command registrieren. Weil sonst gibt es den Command aber nicht. Sonst sagt das aber, nee, den gibt es nicht. Dazu schreibt ihr getCommand. Das ist auch eine Methode. Und hier gibt es wieder hier, seht ihr auch, wenn ihr eine Sekunde nichts tut, ein Parameter und zwar den StringName. Das ist einfach der Name vom Programm. Und jetzt auch noch ganz wichtig, hier wird was generiert. Hier so ein Name Doppelpunkt. Ganz wichtig, ihr schreibt es mir, das ist kosmetisch von eurer IDE generiert. Das ist eine der Hauptfedern. Nicht das hier mitschreiben, sondern einfach nur, sondern packt hier einfach nur diese
diese Semikolon zeichnen. Sondern packt ihr einfach nur die Anführungszeichen hin. Hier kommt natürlich immer, wenn wir hier rüber hovern, dann sehen wir auch direkt hier expected. Aber wir müssen da gleich noch weitermachen, also schreibt kein Semikolon hin. Und hier kommt dann einfach der Name von eurem Command hin. Ich nenne jetzt einfach Test, ohne Slash. Und ja, danach schreiben wir einen Punkt. Also wenn ihr einen Semikolon gemacht habt und einen Punkt, dann geht das natürlich nicht. Aber dann schreibt ihr einen Punkt und schreibt dann Set Executor. Und dann steht hier Command Executor Executor. Und hier müssen wir jetzt einfach festlegen, was passiert, wenn der Slash Test eingibt. Wir schreiben hier wir schreiben hier einfach New Test Command. Enter. Haben wir auch noch was kennengelernt. New Test Command ist ein Objekt. Also wir erstellen einfach einen neuen Test Command von dieser Methode her. Von dieser Klasse her. Und deswegen heißt es New Test Command. Und hier sind auch wieder diese Klammern hier ganz wichtig. So, jetzt müssen wir noch einmal in die Plugin-Punkte gehen. Wenn wir das nämlich jetzt so exportieren und ausführen und das Plugin ausführen, dann wird es einen dicken, heftigen Fehler geben. Und zwar müssen wir hier in dieser Plugin-Punkte auch noch festlegen, was das für ein Command sein soll. Ihr schreibt, dass dieser Command existiert. Ich schreibe hier einfach Commands hin. Genauso, nicht keine richtige Fehler. Drückt ihr einfach Enter und dann bleibt in diesem Line-Spacing. Hier ist ganz wichtig, arbeitet hier auch mit Tab. Hier ist ganz wichtig, dass ihr hier immer direkt da drin seid. Also eine Leertaste zu viel zerstört euer ganzes Plugin. Und hier schreibt ihr einfach rein Test. Ich schreibe einfach Enter. Ja, und so sind wir auch schon fertig. Jetzt können wir das Ganze mal exportieren. Wie kann man das Ganze jetzt exportieren? Ihr drückt hier oben auf Maven. Oben rechts auf Maven. Auf YouTube, also wie euer Projekt heißt dann. Dann auf Lifecycle. Und drückt hier einfach mal auf Package. Jetzt seht ihr oben. Jetzt seht ihr, hier wird auch irgendwas aufgefüllt. Hier lädt er auch jetzt auch irgendwas runter. Und wir sehen hier, hier ist etwas passiert. Ihr kopiert euch jetzt einfach diesen Path zu eurem Projekt. Beziehungsweise müsst ihr gar nicht. Ihr seht hier haben wir, ihr könnt jetzt mal hier auf diesen Target-Ordner doppelklicken. Und hier ist jetzt viel generiert worden. Hier sind die ganzen compilten Klassen. Denn Maven hat uns das Ganze jetzt einfach compiled. Maven war so nett und hat für uns das Ganze dann exportiert auch als YouTube-1.0 Snapchat.jar. Das ist diese Datei, die ihr braucht. Das heißt, wie bei euch hier in der Pomp.xml das hier definiert ist, also die Artifact-ID. Ja, ich packe jetzt hier einfach mal einen Ordner vom Testserver hier auf die eine Seite und hier packen wir IntelliJ hin. So. Und jetzt werden wir das Ganze mal auf unserem Server tun. Ihr geht einfach in den Plugins-Ordner, soll es nichts Neues sein für euch, und zieht da einfach diese Datei hier einfach rüber. So, und fertig. Jetzt können wir das zumachen, das können wir auch zumachen. Jetzt laden wir mal unseren Server neu. Mit Reload Confirm können wir das einfach in der Konsole eingeben. Und es dauert kurz und wir sehen hier YouTube Loading YouTube. Das heißt, unser Plugin wurde schon mal erkannt. Das ist gut und es wurde auch enabled. Wenn wir es PL eingeben, wird es da auch stehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einmal Test eingeben, dann steht hier in der Konsole auch, das ist ein zweiter Test. Wie wir es hier gemacht haben, hier im Testcommand String Message ist das ein zweiter Test und wir senden dem Spieler diesen String Message. Das Ganze können wir auch in Minecraft ausprobieren. Das heißt, ihr könnt mal hier auf den Server kommen, auf den Server gehen und da auch /Test eingeben und ihr kriegt ja auch diese Nachricht. Und ja, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, ihr lernt was draus. Und ich hoffe auch, viele haben bis hier geguckt, weil wenn ihr es nicht tut, ja, dann macht es halt einfach keinen Sinn, das zu machen, ne? Und ciao!